Was geht ab, meine Damen und Herren? Ein wunderschönes herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainy vs. Cheetahs. Yes, letzte Woche ist es leider ausgefallen, weil ich krank war, Leute, aber jetzt sind wir wieder da und zwar stärker denn je. Schaut mit rein, Leute, wir brauchen wieder hier so viele Augen, wie wir kriegen können, denn der nächste Overwatch-Fall wartet auf uns. Jawohl, ich bin heiß, ich hab Bock, wir sind natürlich sind wir mal wieder auf das 2 unterwegs, meine Damen und Herren. Wir sind hier in der zweiten Runde, die CTs haben die erste Runde gewonnen. Und unser Suspect hat 201 und wird jetzt hier auf kurz geboostet mit der. Na? Bam, einen weg. Na, einer hat direkt weggenascht, hier schön Headshot gegeben, aber das ist natürlich nur alles im Rahmen gewesen. So. Was passiert jetzt? Dem hat er auch ordentlich Damage gegeben. Ist klar, Kollege! Drück nur in den Kopf, der Bengel! Der drückt nur in den Kopf! Ist richtig! Ja, gut, wir wollen noch nicht zu. Wollen noch nicht zu früh hier Stress machen. 501. Kopfschussquote von 100%! Das heißt, alle 5 Kills, die er bisher gemacht hat, waren Headshots. Nicht mit mir, Kollege Schweißfuß, ne? Das ist natürlich ziemlich frech. Naja, warten wir mal ab. Gucken uns das Ganze natürlich in Ruhe an hier. Voll Schüsse ziehen. Ja, Headshot natürlich! Wieder ein Headshot! Klar! Klar! Dieser Penner, Alter! Dieser Penner! 100% Kopfschussquote bei 6 Kills ist eigentlich schon relativ eindeutig. Leute, übrigens, da müssen wir ja drüber sprechen. Ganz vergessen. DE-DAS2 ist aus dem aktiven Map-Pool verschwunden. Was heißt das? Im Matchmaking und in Turnieren wird jetzt DAS2 nicht mehr im normalen Map-Pool drin sein. Das lässt allerdings darauf hinweisen, dass das 2 ein Remake bekommt. Das fände ich ziemlich geil. Den holt er weg. Ah, der Bingel hat an, ey. Leute, genau. Das 2 ein Remake bekommt und das fände ich richtig geil, muss ich sagen. Ich kann aus meiner Sicht immer nur wieder sagen, das 2 für mich eine der geilsten Maps, die es gibt. Hab sie früher immer gerne gespielt, spiele sie immer noch super gerne. Ist und bleibt meine, ja, eigentlich mit meinen Lieblingsmap. Deshalb finde ich das ein bisschen schade. Bedeutet aber natürlich auch nicht, dass man sie nicht mehr spielen kann. Man kann sie weiterhin spielen, sie ist halt nur nicht mehr im aktiven Map-Pool. So. Sagt ihr mir doch mal, wie ihr das findet. Also ich bin relativ sicher, dass der Typ ein Wallhack unten. Wallhack und ein Aimbot anhat. Aber warten wir mal ab. Lassen wir nochmal laufen hier. 912 hat er aktuell. Wir müssen uns das natürlich genau angucken. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie findet ihr das, dass das 2 jetzt aus dem aktiven Map-Pool ist und vor allem, wie findet ihr das, dass sie vielleicht ein Remake bekommt? Was macht der Typ denn da immer? Jetzt wüsste er ganz genau, was los ist. Er weiß ganz genau, wo die Gegner sind. Läuft mit der. Nee. Der hat 100 Pro an. Der Typ hat 100 Pro an. Dem drücke ich auch beides. Dem drücke ich beides rein. Der kriegt Wallhack und Aimbot rein. 11, 1, 2. Dafür weiß er einfach zu krass, wo die Gegner sind und wie er moven muss. Also sein Movement ist von vorne bis hinten Murks, ne? Also da lasse ich mich nicht verarschen von dem Typen. Auf keinen Fall. So. Ja, hol ihn durch die Full Smoke. Nee. Er denkt, er macht es legit, aber daran ist überhaupt nichts legit. Typ hat an und Ende aus. Ganz klare Sache. Ja, ansonsten, Leute, was gibt's noch zu erzählen? Wenn ihr diese Folge seht, ist es Samstag nach 12 Uhr irgendwann. Was gibt es noch zu sagen? Heute am Samstag um 18 Uhr streamen Nat und Micha auf jeden Fall Resident Evil 7 weiter. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, wird mega. Und ich streame morgen am Sonntag ab 20 Uhr erst. Und zwar Ghost Recon Wildlands Beta und Sniper Ghost Warrior 3 Beta. Guckt ihr das an, wie er da steht auf einmal. In der letzten Runde ist er da noch so durchgelaufen, so YOLO Swag. Ich weiß ja, dass keiner da ist. Und jetzt auf einmal, boom, schleicht er da lang. 100% Wallhack und Aimbot. Da wird überhaupt nicht drüber diskutiert, ey.
Da ist auch nichts hier mit, der Typ ist ein anderer Rang oder so. Der Typ ist Lobob. Guck mal, wie er jetzt durchläuft. Auf einmal läuft er durch, weil er ganz genau weiß, keiner ist da. Ja, ja. Kann er knicken, ey. Kann er knicken. Der Typ kriegt so einen reingenascht von mir, ey. Stück Kacke, wirklich. Unfassbar. Naja, mal gucken. So, Achtung. Jetzt läuft er zurück. Achtung. Upp, ja, na klar! Der Typ, ey. Der Typ ist so ein lächerlicher Kerl, Mann. Wie er einfach ganz genau weiß, wo die Gegner sind. Naja. Jetzt versucht er so ein bisschen zu vertuschen. Achtung. Naja, nix. Ich drück dir beides rein. Ende aus der Diskussion, ja. Jetzt hat er aktuell 13-1-5. Na gut, die Gegner haben halt auch einen, der voll versagt, aber der spielt zu frech. Der spielt zu frech. So viel Luck hat man einfach nicht. Ja, guck dir das an. Auf überhaupt keinen Fall. Nee. Der hat einen Triggerbot an, mit der AWP 100 Pro einen Triggerbot an und ein WH da auch dazu. Es ist so, 100 Pro. So spielt man halt nicht auf das 2. Auf keinen Fall. Wenn du, selbst nicht, wenn du ein Pro bist. Selbst nicht, wenn du einen Smurf hast. So spielt man nicht. Aber gut. Vielleicht seid ihr ja auch anderer Meinung. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin der Meinung, dass der Typ einfach nur lächerlich anhat. So, damit ist die Runde auch schon vorbei. Ich sage auf jeden Fall Zielhilfe. Ich sage auf jeden Fall Sichthilfe. Alles andere kann ich nicht sagen. Oder beziehungsweise möchte ich nicht beurteilen. Boom, da muss ich husten. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das seht. Hat er angehabt, hat er nicht angehabt. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, heute Abend ab 18 Uhr Resident Evil mit Nat und Micha. Schaut da unbedingt rein. Und morgen ab 20 Uhr Ghost Recon Wildlands und Sniper Ghost Warrior 3. Boom, mit mir. Auf twitch.tv/programmerview. Leute, ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Ja, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.